So Leute, willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Link to the Past. To the Past, to Paste. Yes! Beim leichtes Freakout hier am Anfang. Beim letzten Mal haben wir das Abenteuer begonnen. Haben quasi den ersten Dungeon abgeschlossen. Wow, ich kann auf der Seite bestehen bleiben. Oh mein Gott, eine Revolution. Haben Prinzessin Zelda aus Schloss Hyrule befreit. Warum auch immer, haben wir das schon erfahren? Ich weiß es nicht so genau. Ich nehme auch schon seit 5 Minuten auf, obwohl ich eigentlich ja nicht aufnehme. Das gibt vollkommen Sinn. Ja, wir sollen Sahasrala suchen. Sahasrala, den Dorfältesten, ey. Dieser Name, wer kommt auf sowas? Warte mal, minimal lauter. So. Oder auch nicht, weil sonst hört man es im Hintergrund doppelt nachher und da habe ich keinen Bock drauf, weil wenn ich nur minimal asynchron schneide, dann hört man immer alles doppelt und das ist irgendwie voll kacke und ich weiß genau, dass wir hier schon mal erstmal eine Biene ist. No, geh weg! Psst. Stirb. Dass mir hier auch schon mal ein Soldat rausgesprungen ist. Also der hat mich auch schon da angesprungen, einfach. Einfach mal random. Ich meine, da, genau. So meine ich das. Das ist einfach... Warum? Wo kommt dieser Drecksack her? Alles klar, gut. Dankeschön fürs Herz. Bei dir ist auch alles klar, oder? Der ist so ein bisschen clever heute und möchte uns zeigen, guck mal, ich kann gegen eine Wand rennen. Das sieht aus wie die Minischlöcher aus The Vanish Cap. Oder Minish Cap, die Namen, ich kann mir nicht merken. Sagt mir immer wieder, ja, so muss ausgesprochen werden, ich vergesse es immer wieder aufs Neue. Bin ich nicht toll? Tschüss, weg, so. Tolles Spiel immer noch, muss ich sagen. So ganz nebenbei. Ich bin kein Speedrunner, möchte ich gerade sagen. Aber noch, weil ich weiß, es gibt... Was macht die Bombe unter dem blöden Grasbüschel? Das ergibt keinen Sinn. Mensch. Gut, ich sollte vielleicht nicht anfangen, hier durch die Gegend zu brüllen, weil ich natürlich die ganze Zeit nur übersteuere, und zwar in einem Band. Hier kann man sich, glaube ich, Tipps holen, wo man weiterkommen kann. Ich finde das außerdem sehr asozial, dass wenn man sucht nach Herzen und auf einmal kann ein Soldat oder eine Bombe anspringen. Ich meine, das ist nicht sonderlich gerecht. So, verreckt einfach beide. So. Ja, das könnte nachher noch interessant werden und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier sogar mit einem Tod rausgehen werden. Aber okay. So. Oh mein Gott, ein Schild. Was steht denn auf dem Schild drauf? Gesucht. Verpixeltes Gesicht. Der Entführer von Zelda. Schlagen Sie Alarm. Das ist offen. Hallo. Wer bist du denn? Oh, Sita Black, was willst du denn von einer alten Frau wie mir? Wie, der Dorfälteste? Das ist so traurig. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Zauberer begann, nach Opfern zu suchen. Was? Das Masterschwert? An die Einzelheiten kann ich mich nicht erinnern, aber vor langer, langer Zeit soll das Volk von der Hylia in diesem Land gewohnt haben. Die Legende erzählt, die Hylianer versteckten damals hier erstaunliche Schätze. Einer davon soll das Masterschwert sein. Es wurde speziell gefertigt, um gegen böse magische Wesen anzukämpfen. Soweit ich mich erinnern kann, soll es doch heute im tiefsten Inneren des Waldes ruhen. Mehr weiß ich nicht. Verstehst du die Legende? Was? Suche den Dorfältesten. Irgendjemand im Dorf muss doch wissen, wo er ist. Ja, aber ich bin gesucht. Die wollen mich doch nur alle töten dann, oder? Ah, ist nicht so schlimm. Weißt du, ist hier noch irgendwas? Nein. Gut, hätte ja sein können. Aber die Musik ist schön. Das ist Kakariko-Musik. Halt, die war ja vor Ocarina of Time da. Also so gesehen der Ursprung von Kakariko-Musik. Aber toller Soundtrack, hallo du. Oh, Black, dieses Haus war früher das Versteck einer Diebesbande. Der Name des Anführers... Ach ja, Blind hieß er. Blind? Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Sagt's mir in den Kommentaren oder sagt's mir anderweitig, ich will's wissen. Ach ja, Blind hieß er. Und er hasst da keines Licht über alles. Okay. Interessant. Kurz kratzen. Interessante Trivia hier, ne? Ah, und hier kann man Schatzkisten finden. Jetzt muss ich mich nur daran erinnern, was die richtige Reihenfolge war, um auf Anhieb an alle ranzukommen. Ich glaube, es ging irgendwie. Ich weiß nur nicht wie. Das ist immer super. Ich probiere es einfach mal so. Man kann ja jeden Felsen nur einmal schieben, weil... Ist so. Beste Begründung. Wir kriegen das schon irgendwie hin. So, wir kommen auf jeden Fall schon mal an. Eins, einmal roter Rubin, noch ein roter Rubin. Ich weiß nicht, wie groß unsere Geldbörse ist. Probieren wir es aus. Und noch ein roter Rubin. Und da müsste ich theoretisch auch noch dran kommen, wenn ich mich jetzt nicht verschiebe. Runter, rüber und noch ein roter Rubin. Yes, wir haben einen Dieb ausgeraubt.
Ist das nicht toll? Und das sieht aus wie eine... Also teilweise sehen diese Wände aus, ob man sie sprengen könnte. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei allen diesen Wänden noch ging. Das werden wir dann noch irgendwann herausfinden. So, zurück nach Reiko. Noch sind wir nicht gefangen. Hallo du. Na, ist klar. Vor allem wie, du hast ein Gesuchtschild. Kein Schwein kümmert sich drum. Flaschen, schöne Flaschen haben der... Haben der Herr schon eine meiner Flaschen? Voll deutsch, ey. Nein, so treten sie näher. Mein Angebot wird ihnen sicher gefallen. Hier hätten sie ein ganz besonders schönes Exemplar für eine 100 Rubine. Was sagen sie interessiert? Oh, Flaschen sind immer gut. Ich danke ihnen für ihren Einkauf. Halten sie sich ruhig hoch. Warte, halten sie ruhig hoch. Beenden sie schon wieder. Halten sie ruhig hoch, die Aufforderung. So, yay! Flasche! Hi. Alarmwache, hier ist der gesuchte Black. Wache, komm schnell. Oh Gott. Ich hätte sie nicht angehen sollen. Jetzt kommen hier lauter Wachen, glaube ich. War das nicht so? Genau. Ihhh. Natürlich. Solche Assis. Hallo. Black, ich habe gehört, du sollst den Prinzessin entführt haben. Aber das kann ich einfach nicht glauben. Gut so. So, ich gehe mal hier rein. Da darf ich doch rein. Lauter Hühner. Hallo, Hühner. Hier wollte ich eigentlich nicht hin, aber okay. Der Typ hier... meint, glaube ich, wegzulaufen. Den konnte man auch irgendwie aufhalten. Ich weiß noch nicht, wie. Den kann man rein, das weiß ich noch. Das wusste ich noch. Und da ist eine Schatzkiste. Und da drinnen ist noch eine Flasche. Die werden einem am Anfang schon echt hinterhergeschmissen, diese Flaschen, ne? Es ist schon schlimm irgendwie. Aber okay. Wir erkunden weiter Kakariko. Wir haben ja noch Zeit. Es ist überhaupt Kakariko, ich habe keine Ahnung. Du schläfst. Hi. Na, was geht? Tut mir leid, aber ich kann nicht aus dem Haus, weil ich krank bin. Von der Kälte des Bösen, die aus den Bergen kommt, bin ich wohl krank geworden. Hier, mein Schmetterlingsnetz. Ich kann es im Moment sowieso nicht gebrauchen. Okay. Wir kriegen ja ein Item nach dem anderen hinterhergeschmissen. Dankeschön. Gefällt mir. Wir müssen nicht mal was dafür tun. Okay, einmal mussten wir Geld zahlen. Ja, schön. Soll vorkommen, wenn man Sachen kauft. Schon mal gehört. Geld zahlen. Nee, du, eher nicht. Kuschig Black, ist nicht leicht hier reinzukommen. So, sei willkommen. Endlich habe ich jemanden, der mir zuhört. Ich kenne eine interessante Geschichte. Bei der Flussquelle gibt es hier einen See, in dem jede Menge Zoras leben. Schwer zu finden. Ah, bei der Schatz der Zoras soll wirklich... Das müsste man sich mal ansehen, nicht? Das war... kein Deutsch. Aber okay. Ich kann damit leben. Vor allem, wie schwer... Das sind Grasbüschel. Wie schwer kann es sein, an diesen blöden Grasbüscheln vorbeizukommen? Die kann man hochheben. Aber okay, ich sage ja nix. Da drüben pennt ein Kerl. Ja, mein Sohn ist sehr gerne Flöte gespielt, doch er ist lange her. Er zog aus, die goldene Macht zu suchen und kam nie mehr zurück. Wer weiß schon, wo er ist und was er macht. Ey, er wacht aber zwischen und auf. Die Hübsche? Ja, die habe ich gesehen. Sehr hübsch. Die Frau. Wunder am Wasserfall der Wünsche. Da bei den Hügeln. Und der Flussquelle. Die musst du dir angucken. Die wirst du mögen. Okay, du bist ziemlich dicht, mein Lieber. Aber okay. Damit kann ich leben. Damit kann ich arbeiten. Ich will den Typ da oben aufhalten. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt schon kann. Ich meine, nein. Ich glaube, dafür brauche ich erst ein anderes Item. Ah, okay. Hier kann man Sachen kaufen. Ich will aber... Wobei, das ist ein Herz gewesen. Herzen sind immer gut. Ich will Herzen haben. Gib mir die Herzen. Gib mir die Herzen. Ich versuche sie zu hypnotisieren. Das mache ich gerade. Yay! Yay, ich hab Bomben. Das ist cool. Da brauchen wir ja noch keine Bombentasche heute. Da ist Link noch clever genug, hier nicht hier ist Link noch clever genug, die Bomben ohne Tasche zu transportieren. Ja, sowas gibt es. Hallihallo, Black, der Dorfälteste. Ich darf es zwar niemandem verraten, aber es, sag es keinem bösen Leute. Aber er versteckt sich nahe im Palais, nahe dem Ostpalastes. Ich setze dir auf deiner Karte ein. Also hier bist du jetzt. Das war nicht das, was ich wollte. Wie komme ich zur Karte? Wie komme ich zur Karte? Ich will zur Karte. Moment, das ging irgendwie. Ja, so. Ach, diese schöne Ansicht. Ah, da ist das Kreuz, genau. Ich wusste sogar noch, wo es war. Ich bin stolz auf mich. Ach, besser. Ohne Augenkrebs heute. Schön. Du rennst wieder weg, du Spacko. Und das weg. Es gibt voll Sinn. Tja, wie sie mir einfach mal hinterher guckt. Erst wenn ich sie anrede, dann verfolgt sie mich auch, ne? Aber ich möchte noch weiter gucken. Was machst du unter dem Topf? Huhn. Was tust du? Also, diese Hühner haben schon irgendwie seltsame Manieren. Mensch.
Guck gerade noch, ob hier noch irgendwas ist. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Du willst mir sicher auch nur verpfeifen, wenn ich dich irgendwie schief anschaue. Deswegen gehen wir einfach mal speziell... Hier ist auch nichts. Was habe ich denn noch erwartet? Hier große Schätze und was weiß ich, ne? Wie sie mich immer anguckt. Hör auf damit, das nervt. So, ich glaube, da hinten war noch was. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist eine Höhle. Und das ist ein Brunnen. Ich glaube, ich muss erst in den Brunnen rein. Na, nam, nam, nü. Ach ja, so schön diese Melodie. Sie ist so friedvoll. Ist es friedfertig oder friedvoll? Bomben. Ich habe zwar gerade eben nur welche gekauft, aber pff, who cares? Noch mehr Rubine. Noch mehr Rubine. Noch mehr Rubine. Wow. Also die Bomben gerade eben zu kaufen hat sich echt gelohnt. Ich hätte mich vielleicht erstmal hier drin umschauen sollen. Das war stylisch. Das war Style Move Link. Einmal quer runterspringen. Warum auch nicht? Wow, gibt's hier viele Herzen. Wenn hier irgendwelches geklackert, das liegt daran, dass ich diesmal ein bisschen anders spiele, weil es so bequemer ist jetzt gerade. Zumindest mit dem Controller. Bei der Mikrofonstellung, die ich aktuell habe. Weil ich habe das Mikrofon etwas erhöht aufgestellt. Es steht auf einem Pappkarton. Ja. Was soll ich dazu sagen? Pappkarton. Die verlorenen Wälder, da wollen wir, glaube ich, noch nicht hin. Da können wir noch nicht viel machen. Ich will mich auch ein bisschen storyorientieren. Ich will aber erstmal mich ein bisschen in das Spiel wieder reinfinden. Wie gesagt, ist schon ein bisschen her. Okay, ich lasse es schon. Es ist irgendwie nur Ohrenkrebs, wenn ich anfange zu singen. Ich meine, da unten kommt man rein. Moment, da unten kann man, glaube ich, rein, weil... Moment. Kann man da nicht rein? Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine ja. Ach, boom! Ha, konnte man doch rein. Habe ich das noch richtig in Erinnerung gehabt? Hier ist, glaube ich, nur Kohle drin, oder? Und Ratten. Gott. Diese Ratten überall. Mensch. Rubine. Nichts. Rubine. Bomben. Noch mehr Bomben. Noch mehr Bomben. Pfeile. Okay, wir haben Pfeile und noch keinen Bogen. Warum nicht? Niemand Schaden tut's ja nicht. So. Bombe. Und. Da ist nichts. Gut. Hätten wir das auch geklärt, ne? Dann mal nach Süden. Oh, Link. Das ist jetzt nicht so schwer, in diesem blöden Grasbüschel vorbeizugehen. Gut. Mal schauen. Wo... Ich lenke gerade sehr seltsam. Zum Glück sieht man meine Finger teilweise nicht, wenn ich hier spiele. Was steht auf dem Schild drauf? Ja, ich bin immer noch gesucht. Okay, cool. Ich bin gesucht. Ich bin Fame. Die wollen mich alle haben. Ist noch ein Brunnen. Ah. Und ein Ritter, der meint, hey, YOLO, rennen wir mal gegen den Busch. Ah, von hier aus komme ich da nicht rein. Das ist eine Tür von der anderen Seite, die zu ist. Alles klar, da muss ich in den Brunnen rein. Aber da komme ich noch nicht hin, weil da fehlt mir noch ein Item. Hier muss aber auch noch was. Ich glaube, hier war die Schmiede, ne? Der haut auf dem Baguette rum. Alles klar. Erst wenn mein Kollege wieder auftaucht, können wir dein Schwert härten. Tut mir leid. Das sieht aus wie ein Baguette. Tut mir leid, aber es ist so. Gut. Gehen wir einfach wieder zurück hier. So, die Richtung. Ich wollte eigentlich nach Süden gehen. Das war voll Süden. Der rafft auch gar nicht, was ihm passiert, ne? Da geht's auch nicht weiter. Gut, ihr kommt später nochmal her. Aktuell können wir hier noch nichts tun. So. Ganz gechillt und ich, genau, 15 Minuten wollten wir erstmal machen. Vielleicht ändert sich das nochmal, aber aktuell 15 Minuten, weil... Baum. Guck, da ist er, Baum. Ganz dick und fett, sagt er Hallo. Ich will aber gerade noch hier die Sachen erkunden. Was ist denn hier drin? Ich hab deine Nase, das ist unglaublich nervig. Ach so, ich glaube, hier gibt es später noch was. Es gibt, glaube ich, auch eine Tauschquest im Spiel. Das wird auch ein Spaß, weil ich die nicht mehr im Kopf habe. Ich schaufel den Notfall nach, wenn ich das nicht mehr im Kopf habe. Ihr könnt es mir auch gerne sagen, wenn ich fragen sollte. Aktuell noch nicht. Ich will erst nochmal selber gucken. Vielleicht spielt ihn gefällig. Ich weiß nicht, ob ich... Okay. Ich guck mal. Die goldene Mitte. Yay. Ein Rubin. Schwein. Ich hoffe, hier gibt es kein Herzteil. Ich meine, es gibt später ein Spiel, wo es ein Herzteil gibt. Ich könnte mir sagen, ob es hier ein Herzteil gibt. Das wäre super. Was ist hier drin? Was ist hier drin? Ich will's wissen, ich will's wissen, ich will's wissen. Gib's mir. Das klingt falsch. Hi. Hi. Ich hatte mit meinem Bruder einen riesen Streit, deshalb habe ich seine Tür zugemauert. Das ist extrem clever. Du bist vielleicht ein netter Bruder, so machen wir wieder auf. Das kann das ja nicht angehen hier, Mensch. Ich weiß aber nicht, ob ich das hier schon machen kann. Oh, Black, was sagt mein großer Bruder? Ist er noch so auf mich? Er hat die Tür zugemauert. Ich tippe mal auf ja.
Gelingt dir das Ziel in 15 Sekunden, dann gelingt dir ein toller Preis. Ach, dann fertig los. Das reicht niemals aus. Ich glaube, dafür brauche ich erst ein anderes Item. Oder zwei andere Items, weil ich die Schilder nicht zerlegen kann. Okay. Gut. Überlegen wir uns nochmal. Machen wir später. Ich wollte mich ja nur mal umschauen. Link, dankeschön. Ich wollte gerade sagen, Link, wie wär's mit runterspringen? Wäre vielleicht nicht dumm. Ich dachte, hier wäre schon was anderes, aber hier ist tatsächlich erstmal nur das. Das ist dann erst, zu gegebenen Zeitpunkt anders. Drück mal so aus. Ich will noch an einen ganz bestimmten Punkt gehen und dann mache ich Schluss. Und du verreckst, mein Lieb. Warum hältst du drei Schläge aus, du Drecksack? Aua. Auf du, Blödmann. So, das sieht seltsam aus, diese Konstruktion hier. Aber okay, damit kann wenigstens der blöde Ritter mir nichts anhaben. So, hallo, ist hier irgendwas? Ah, guck mal, da steht ein Vogel. Und mit diesem Mindfuck lass ich euch erstmal alleine. Burp, burp. Ich würde sagen, das war's für den zweiten Part von The Legend of Zelda. A Link to the Past. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.